Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Revelations. Letzte Folge sind wir in Konstantinopel angekommen und nun lernen wir die, die Assassinen-Gilde hoffentlich kennen. Wir begeben uns ins Hauptquartier. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge. Es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Aufrüsten und erkunden. Ezios Ausrüstung ist in schlechtem Zustand. Erkunden Sie den Galata-Bezirk und erwerben Sie eine bessere. Nichts lieber als das. Das Hauptquartier der Assassinen verlassen. Und bevor wir das machen, möchte ich mich am besten noch mal ein bisschen umschauen. Tun, ja. Hier haben wir ein paar Bücher. Steht ein Assassine. Hier ist ein Bombenbau-Gedöns. Aber ich glaube, das können wir noch nicht benutzen. Aber Salpeter mal 6. Wir haben immerhin hier ein paar Truhen. Und Verzögerungshülse. Also diese Sachen sind ganz einfach dann später für den Bombenbau gedacht. Wir können es halt jetzt noch nicht machen. Das Tutorial wird wohl bald kommen. Verzögerungshülse. Diese Hülse aus Metall prallt von Oberflächen ab und zündet nach 3 Sekunden. Hier kommen dann später noch die Waffen rein, wie wir es halt so kennen. Oh. Da liegt doch was. Offizierschwert, Mailänderschwert, Schiavona. Ja, alles besser als das, was wir jetzt haben. Gehe ich auf Tempo oder Schaden? Schutz oder Schaden? Schaden. Mailänderschwert. Los geht's. Okay. Aha, hier kommt dann die Rüstung her. Ganz klar. Also ich weiß gar nicht, ob es in diesem Teil auch so eine coole Rüstung gibt, aber vielleicht. Und natürlich kommen uns diese Gänge hier bekannt vor. Denn natürlich haben wir auch dieses Mal wieder Schnellreisefunktionen. Und auch natürlich den ganzen anderen Krampf. Sprich, das mit dem Renovieren der Läden ist auch in Revelations wieder vertreten. Stadtereignisse. In der ganzen Stadt können Sie auf systembedingte Ereignisse stoßen. Hilfsbedürftige Bürger können sich erkenntlich zeigen, wenn Sie ihnen helfen. Ja, jetzt gehen wir erstmal da hinten zu dem Schmied und kaufen uns eine anständige Rüstung. Hier gibt es keine Rüstung! Toll! Können wir uns fast schon kaufen? Also Kopplung. Langt es schon? Ja, das langt. So, Lederschulteile. Ausrüsten und erkunden. 100% synchronisiert. Rüstung. Rüstungsupgrades bieten. Bla bla blieb. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentor in die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem 11. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Die Hakenklinge. Folgen Sie Yusuf und lernen Sie, wie die neue Hakenklinge eingesetzt wird.
Volle Synchronisation jeder Aktion mit der Hakenklinge mindestens einmal erfolgreich durchführen. Und die Hakenklinge ist schon ziemlich cool. Nicht zu folgen, während er das Ausstreckenmanöver demonstriert. Wo denn? Oben rauf. Wow. Ich hab schon ganz vergessen, was für Ton es gibt. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Halten Sie B in der Luft, um sie auszuschrecken und nach Vorsprüngen zu greifen. Und jetzt können wir wirklich ewig lange Distanzen zurücklegen. Normalerweise wird man da unten ans Fenster rankommen, aber diesmal halt nicht. Oh, was ist das? So ein Fragment. 1 von 100 Animus-Datenfragmenten entfernt. Halten Sie in der Luft B, um sich auszuschrecken und nach Vorsprung zu greifen. Hier, kommt! Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Drücken Sie B, um einen weiten Sprung durchzuführen. Kommt! Lass uns sputen! Wer könnte einem solchen Mann kommen? Was auch sonst? Da sind wieder Diebe. Und hier haben wir was zum Ausbauen. Es kostet aber... Oh, diesen Schneider für 900 renovieren. Bei Schneidern können Kleiderfarben und größere Beutel für die Ausrüstung gekauft werden. Die Renovierung von Schneidern führt zu Rabatten und zusätzlichen Waren im Sortiment. Wir haben im Moment leider keine 900... was weiß ich, was die Währung heißt. Wie die Währung heißt. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn ihr ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Okay. Rennen Sie auf den Assassin zu und halten Sie B, um einen Hakenlauf durchzuführen. Harika! Okay. Dreimal. Ich frage mich immer, wo der sich festhält, aber egal. Die Hakenklinge, volle Synchronisation erreicht. Und jetzt, na ja, mal sehen. Vielleicht schickt uns das auch auf. Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Na bene, gehen wir. Der Blick von Galata. Ezio ist ein stolzer Besitzer einer. Ist nun stolzer Besitzer einer osmanischen Hakenklinge und braucht etwas Training, um diese Waffe zu beherrschen. Yusuf ist überglücklich, ihm dieses Training zu bieten. Volle Synchronisation, den Turm in weniger als 60 Sekunden erklimmen. Auf den Galata-Turm klettern. Na klar, was auch sonst. Habt ihr Spaß? Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Okay, das war richtig scheiße. Und hier nach oben. Und da nach oben. Und dann haben wir sie bald. Aber jetzt schaut euch doch da nur mal die Entfernung an, die wir damit zurücklegen können. Ich die Böhle! Hängt euch richtig rein! Oh.
Willkommen in Konstantin, Jezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Auf den Balkon stellen und mit dem Aussichtspunkt synchronisieren. Einen Todessprung durchführen. Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk buraya gel. Hä? Angriff von zwei Seiten, Galata und großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Fortgeschrittene Taktiken. Yusuf hat die Meldung erhalten, dass die Templer gleichzeitig zwei verschiedene Assassinenfesten angreifen. Folgen sie Yusuf, während er einen Plan schmiedet. Vor der Synchronisation ein Attentat nach einer Seilrutsche aus Also, mir fehlen einfach die Worte. Meuchelmörder sind Templer, die sie verfolgen und töten. Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Yusuf, über die Seilrutsche folgen. Was auch sonst. So. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Seht zu. Ah ja. Assassinen! Hilfe! Okay. Jetzt ist er unten. Und nur? Yes! Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie. Die Galata-Feste. Evet, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Zur Galata-Feste der Assassinen gehen. Na, selbstverständlich. Okay. Ich doch nicht. Wir gehen mal da hoch, machen den Aussichtspunkt und gehen dann nach unten. So, ich drücke mal den falschen Knopf zum Synchronisieren. Das liegt nämlich jetzt nicht mehr auf Y, sondern auf dem Analogstick. So, ab nach unten. So. Was willst du? Bonne Bühe, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. In der Defensive. Die Templer bereiten einen Angriff auf die Galata-Feste der Assassinen vor. Führen sie ihre Assassinenbrüder bei der Verteidigung an.
Und Leute, jetzt kommt was ganz Spezielles. Jetzt wird's richtig abgefahren. Verteidigung der Feste. Denn jetzt müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes Tower Defense spielen. Und los geht's. Wohin? Ja, ich hab's verstanden. Gesperrte Dächer, ja, ja. Was ist damit? Ah, jetzt. Ja, ich würde sagen, es wird ein, oder? Platziert euch dort. Da ist nicht schlecht. Verteidigt das da für ist auch nicht mich. Unbedingt schlecht. Zu Position. Ah, Position. Ah, okay, also im Moment haben wir nur den Assassinen Armbrustschützen. Mittlere Schadenswirkung, schnelle Schussfolge. Kosten 10, Angriff 2 von 4. Platziert euch dort. Ihr müsst diese Stellung halten. Wartet dort. Verteidigt das Gebiet. Ah ja. Platziert euch dort. Haben wir hier jemanden? Er ist auch weg. Okay. Wir müssen immer warten, bis wir 10 haben. Sie können Barrikaden errichten und den Vormarsch der Tempel aufhalten. Drücken Sie. Jetzt haben wir Barrikaden. Und nur? Tun wir die meistens mal hier aufstellen. So. Jetzt möchte ich gerne Assassin-Anführer. Anführer erzeugen Moral und wirken auf Einheiten in ihrem Einflussbereich. Wie viel kostet der? 10. Ja, da warten wir, müssen wir mal 10 haben. Wir haben schon 6. Platziert euch. So, dann nehmen wir jetzt wieder die Bogenschützen. Sehr schön. Schalten Sie ein weiteres Dach frei. Wir müssen noch einen Assassinenanführer nehmen. Nehmen wir dieses Dach hier. Platziert euch dort. Und dann nehmen wir ein Gewehrschützen. Hohe Schadenswirkung, langsame Schussfolge. Wirkt selbst gegen gepanzerte Ziele tödlich. Kosten 15 Angriff. 3,5 von 4. Platziert meinetwegen euch dort. Daher. Warum nicht? Ihr müsst diese Stellung halten. Die kommt auf jeden Fall so einfach nicht an. Das für mich. Das sind schon mal 3. Wenn wir jetzt da noch jemanden von denen aufstellen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Warte, wir nehmen wieder mal hier die Bogenschützen. Platziert euch dort. Die sind ja relativ günstig. Platziert euch dort. Wartet dort. Ihr müsst diese Stellung halten. Dann nehmen wir einen Haufen von denen. Die sind ja immerhin schnell hingemacht und kann man in Mengen platzieren. So. Kanone. Bewegen Sie den Zeiger über den Templertrupp und drücken Sie LB, um Anschluss mit der Kanone abzugeben. Oder halten Sie LB, um eine Kanonensalve abzufeuern. Sichert diese Stellung. Platziert euch dort! Platziert euch dort! Wo da? Feuer da! Oh! Was muss ich da B plündern? Ach, die kann ich wirklich so plündern? Achso, wir können ja den Haufen blenden. Hier. Warte, wir nehmen mal hier wieder die Gewehrdinger hier. Hier. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Platziert euch dort. So, jetzt haben wir aber wieder gut gesorgt.
Boah, können wir dann einen Haufen Leute ausnehmen? Ein bisschen hakelig mit dem Controller, aber es geht schon. So. Können wir auch ausbauen. Wir können auch selber welche erschießen. So. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Okay. Barrikaden verkauft. Plündern. Plündern ist immer gut. Platziert euch dort. Ihr müsst diese Stellung halten. Wunderbar, jetzt haben wir aber einen Haufen. Und da kommt jetzt auch was, bisschen was Härteres an. Jetzt müssen wir uns ein bisschen, ja. Zunächst mal, du kommst da her, wenn du kannst. Und dann, müssen wir nochmal selber drauf gucken, dass wir das schaffen. Nein! Jetzt haben wir die Dinge. Jetzt. Guck für die Kanone. Haben wir noch so eine Wand hier? Ja. Sehr schön. Verteidigung der Feste beendet. Assassin gerufen, Menge 36, Assassin verloren 3. Abgegebene Kanonenschüsse 7, Zustand der Feste 15, übrige Moral 15, Dauer fast 6 Minuten, Gesamt 73%. Geld 100, EP 500, Beute bla bliblub. Okay. Neue Einheit, Luftattentäter. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Halic. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Okay. Dort ist eine Bank, die wir hoffentlich ausbauen können. Runter! Ich mache keine Späße! Bitte, bitte, bitte. Wie viel kostet die? Grund für diese Grobheiten? Da, wie viel kostet die? 900, das glauben wir uns aber zusammen. Sie! Pass ihn! Bestohlen! Ruf die Wache! Hilfe! Nicht schwer! Oh. Du Niederträchtiger! Damit haben wir es jetzt bald. Ja, ist jetzt ein bisschen Asi, aber. Mein Gott. Wenn wir es so schaffen, eine Bank ist wichtig. Zumindest eine. Wir müssen uns ja irgendwann mal Geld abholen. Haltet euch an eure eigenen. Sehr schön. Nieder mit euch! Aufhören! So, Bankiers. Ah, die lese ich jetzt nicht vor. Wenn das so weitergeht, bin ich in kürzester Zeit ruiniert. Das Prinzip kennen wir ja alle. Geld abheben. Echt, wir haben schon Geld. Meine Fortuna unseren gemeinsamen Geschäften heute. Wir können den erschießen? Nein, lieber nicht. Ich glaube zwar nicht, dass das eine großartige Auswirkung hat, aber ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. So, da hinten ist noch ein Doktor. Den können. Den Doktor können wir wieder ausbauen. Der bringt's ja. Wo bist du? Da. Hat sogar nur 600 gekostet. So, ist auf 1900 gestiegen. Kommt! Ich bin sicher, dass 2 von 14 Ärzten renoviert.
Aufschlaghülsen. Diese Hülse ist das Terrakotta und lässt die Bombe beim Aufschlag explodieren. ja. Dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Freue mich, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Okay. Naja, dann. Bis dann.